Kratos hatte den Göttern lange genug gedient, um zu wissen, dass die Harpie eine Warnung war, eine Erinnerung seines früheren Herrn an den Entschluss, der Kratos alles gekostet hatte. War es schon so lange her, dass er durch die Barbaren fast seinen Tod gefunden hätte? So lange, dass er alles geopfert hatte für seine Rettung? Ares! Der Himmel tat sich auf und hervor trat der Kriegsgott. Er stieg vom Olymp und erkannte in dem Sterblichen die Zeichen eines Gottes. Ares würde Kratos retten, ihn zum perfekten Krieger und seinem Diener auf Erden machen. Es bedurfte nur eines einfachen Treueschwurs. Mein Leben gehört dir, Ares. Von heute an führe ich deinen Willen aus. Und sein Schicksal war besiegelt. Wie versprochen, rettete Ares seine neuen Schüler und zerstörte mit seiner Gottesmacht jene, die Kratos und seine Männer getötet hätten. Kratos, den neuen Diener des Kriegsgottes, genügten Schwert und Schild nicht. Die Chaosklingen, geschmiedet in den stinkenden Tiefen des Hades. Einmal befestigt, haften die Ketten dem Träger an und verschmelzen mit seinem Körper. Eine ständige Erinnerung an Kratos' Gelöbnis. Im Gegenzug verleihen sie große Macht. Den Zorn des Ares in ihrem Innern. Doch bald würde er den wahren Preis solcher Macht erfahren. Ein Preis selbst für Kratos zu hoch. Elende Bestie! Ich weiß, wem du dienst. Begib dich zu deinem Herrn. Sag dem Kriegsgott, ich diene ihm nicht mehr. Sag ihm, solange ich lebe, ist er nicht sicher. Ich finde die Büchse der Pandora. Und sei gewiss, damit werde ich ihn in die Knie zwingen.